Wir brauchen heute ein helles. Bevor das Video jetzt nachher noch kurz startet, wollte ich euch gerade mal noch schnell eine Seite an die Hand geben, mit der ihr euch dann ein entsprechendes Bierrezept raussuchen könnt. Wir sind hier auf der Seite Maische, Malz und Meer und ich habe jetzt einfach mal völlig egal, welche Sorte, welche Gärung sortiert, Empfehlungen absteigend. Mit dem Triticum Vormatia habe ich auch angefangen. Im Endeffekt geht ihr dann hier drauf, sagt, ihr wollt zum Beispiel 10 Liter brauen. Ändert das dann die Sudhausausbeute, die müsst ihr in der Regel erstmal schätzen. Ja, also ich denke mal, mit 60 läuft man da ganz gut. Aber das werdet ihr dann selbst rausfinden für euch. Und hier habt ihr dann quasi eure Einkaufsliste. Also ihr braucht Pilsner, Weizenmalz und Wienermalz. Und als Hopfen braucht ihr Saphir. Und das Ganze beziehe ich persönlich, das ist keine Werbung. Und natürlich übrigens noch die Hefe. Über den Hobbybrauerversand, da könnt ihr zum Beispiel die Hefe, die jetzt hier genannt wurde, die Y-Yeast 3068. Könnt ihr einfach hier reintippen und dann habt ihr die auch schon gefunden. In den Kommentaren steht aber auch oft eine alternative Trockenhefe oder so. Und beim Pilsner Malz und so weiter, das wollt ihr natürlich alles geschrotet kaufen. Das sieht man jetzt hier auch zum Beispiel ungeschrotet. Wir wollen es aber halt geschrotet. Und dann könnt ihr einfach reintippen, geschrotet. Und dann könnt ihr da eure Einkaufsliste befüllen. Gibt die entsprechende Menge ein, in dem Fall 0,56 Gramm. Ne? Und könnt das dann einfach in den Warenkorb hinzufügen und bekommt das dann meistens innerhalb von einer Woche zugesendet. Genau, so viel dazu. Jetzt aber weiter mit dem Rezept. Nicht wundern, mein Rezeptzettel sieht ein klein wenig anders aus. Die meisten Rezepte ziehe ich mir auch aus Maische, Malz und Meer, übertrage sie dann aber in meinen kleinen Brauhelfer, wie ihr im Intro gesehen habt. Und ja, packt da noch ein paar Werte mit dazu, die jetzt aber für euch eigentlich erstmal uninteressant sind. Aber jetzt gerne weiter mit dem Video. Und wir werden jetzt erstmal den Hauptguss erhitzen, das sind in dem Fall 20 Liter. Bringen den ganzen Hauptguss dann auf 61 Grad. Das ist meine kleine Konstruktion hier. Ich habe hier quasi ein Grillthermometer, welches ich ins Wasser reinhänge, um zu schauen, wann meine Wassertemperatur erreicht ist. Dumm ist nur, dass es hier ein bisschen falsche Werte anzeigt. Also die 43 Grad sind oder 44 Grad sind jetzt in der Regel meistens eher 40 Grad. Und bei 80 Grad sind es dann irgendwann eher 70 Grad. Also es weicht ziemlich stark ab. Wir warten jetzt, bis hier die 61 Grad erreicht sind und dann wird eingemeischt. Wir sind auf jeden Fall bei der Einmeischtemperatur angekommen. Ich mache jetzt hier den Spaß mal aus. Wir können jetzt einmeischen. Hier empfiehlt es sich in der Regel, das Ganze nicht alleine zu machen. Ist einfach, ja, ist ein bisschen einfacher, wenn man das zu zweit macht. Werdet ihr gleich sehen, warum. Beim Einmeischen müsst ihr nämlich, oder solltet ihr darauf achten, dass sich keine Klümpchen bilden. Was ihr dazu braucht beim Einmeischen, ist so ein Maischepaddel oder einfach ein großer Holzkochlöffel. Ne? Und dann habt ihr hier eure Malzmischung. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis zum Thema Malzmischungen. Also nicht, dass ihr euch jetzt da wundert und denkt, ich hätte eine fertige Malzmischung gekauft. Das Malz, was ihr hier im Topf seht, das habe ich selbst bestellt. Habt ihr im Intro gesehen, diese Beutel, wo das Malz drin war. Habt es dann in den großen Kochtopf reingemacht und alles ein bisschen durchgemischt. Ja. Noch ein weiterer Hinweis ist das Thema Sauermalz. Ja. Also man wird früher oder später mal auf das Thema Restalkalität stoßen. Das ist quasi die Wasserhärte im Endeffekt und viele machen da eine riesige Wissenschaft draus, haben eine Umkehrosmoseanlage zum Entmineralisieren von ihrem Leitungswasser oder was weiß ich, schlag mich tot. Ich habe einen befreundeten Brauer gefragt, der auch im großen Stil braut und der hat gemeint, ey, 3% deiner Schüttung sollten Sauermalz sein und dann hast du das Thema erschlagen. Bei Weizenbieren ist es wohl nicht so schlimm, da braucht man kein Sauermalz reinmachen, aber gerade bei hopfenbetonten Bieren, also jetzt wie diesem hier, 3% der Gesamtschüttung, also zum Beispiel wenn jetzt deine komplette Schüttung 1 Kilo sind, dann sind 30 Gramm davon Sauermalz und dann hast du das Thema in der Regel erschlagen. Das war nur ein kurzer Hinweis jetzt von meiner Seite, dass man da keine Wissenschaft unbedingt draus machen muss. Keep it simple. Und jetzt aber weiter im Video. Und die gebt ihr dann einfach
Schritt für Schritt, Stück für Stück ins Wasser rein. Und dann geht's an die erste Rast. Die steht im Rezept drin mit 57 Grad für 10 Minuten. Wir checken jetzt gleich die Temperatur, ob das passt. Wenn ihr da Temperaturabweichungen habt von 1-2 Grad, ist das kein Weltuntergang. 57, 6, 8. Es ist ein bisschen zu heiß, das macht aber gar nichts. Wir haben den Kocher ja ausgemacht. Jetzt müssen wir im Endeffekt nur noch hier einen Timer auf 10 Minuten und dann heißt es warten. Und wir können quasi diesen Schritt, Maisch auf 57 Grad erhitzen und 10 Minuten rasten, können wir einen Haken dran machen. Das heißt, nach den 10 Minuten, wenn die 10 Minuten rum sind, erhitzen wir das Ganze auf 63 Grad und lassen das Ganze in 50 Minuten rasten. Ja. Diese verschiedenen Rasten sind dazu da, dass der Zucker, der im Malz drin ist, gelöst wird und sich in die Flüssigkeit übergeht. Das Ganze wird dann nachher, das sage ich euch, beim Trennen von Flüssigkeiten und festen Bestandteilen dann, haben wir dann am Ende den Treber, der übrig bleibt, und die Würze, die wir dann auch kochen werden. Das ist unser Bier dann letzten Endes. Aber da gehen wir dann nachher drauf ein, Step by Step. Wir warten jetzt diese 10 Minuten und dann sehen wir uns 10 Minuten nochmal, hitzen das Ganze auf 63 Grad, rasten dann wieder 50 Minuten und so weiter und so fort, bis wir durch sind. Die 10 Minuten sind jetzt um. Es empfiehlt sich natürlich auch immer mal wieder, gerade bei längeren Rasten, bei so kurzen Rasten wie 10 Minuten, wie jetzt die erste hier. Es ist nicht so tragisch, wenn man die Maische nicht immer in Bewegung hält. Aber jetzt bei der nächsten Rast, da sollte man schon alle 15 bis 20 Minuten mal hier vorbeischauen und die Maische ein bisschen umrühren. Die nächste Rast, wie hier beschrieben. Wir heizen auf 63 Grad hoch und rasten das Ganze dann für 50 Minuten. Deswegen machen wir jetzt mal hier den Bottich wieder an, einfach auf Vollgas. Machen den Deckel vom Einkocher drauf und warten, bis sich das Ganze auf 63 Grad erhitzt hat. Und dann sehen wir uns wieder. Das Thermometer hat gerade Alarm geschlagen. Wir checken die Temperatur. Wichtig wäre jetzt hier mal den Einkocher auszuschalten. Ja, also wir sind auf jeden Fall in einer Temperaturrange, die in Ordnung ist. Das Thermometer hier zeigt jetzt 64,9, also 65 Grad. Das sollte auch reichen, das ist okay. Wenn man ein bisschen drüber ist, ist es sogar gar nicht schlecht, weil dann können wir in diesen 50 Minuten, brauchen wir sehr wahrscheinlich den Maischekessel nicht mehr aufheizen, sondern können diese 50 Minuten im Endeffekt einfach nur abwarten und chillen. Deswegen einmal hier reingehen, Timer, fahren wir jetzt die zweite Rast und sehen uns in 50 Minuten wieder. Die 72 Grad sind laut Grillthermometer erreicht. Ich habe vergessen gehabt, das Ende der zweiten Rast hier zu dokumentieren und bin hier quasi direkt schon in die nächste Rast gesprungen bei 72 Grad. Heißt, wir haben diesen kleinen kurzen Prozess, wo ich gesagt habe, yo, die 50 Minuten sind um. Wir heizen jetzt den Kessel auf 72 Grad. Diese kleine Filmsequenz habe ich an der Stelle vergessen. Ist aber nicht schlimm. Gibt es nichts weiteres zu beachten. Nächste Rast fahren und den Rest seht ihr jetzt hier. 71,5, 71,6. Also so roundabout passt die Temperatur. Wir wollen aber auf Nummer sicher gehen, deswegen hauen wir den Kessel nochmal an. 71,8. Das Grillthermometer zeigt jetzt hier 73 an. Also ist das, was ich eingangs erwähnt habe. Da gibt es halt ein bisschen Temperaturdifferenz zwischen verschiedenen Thermometern. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn man da entweder eins hat, wo man sich wirklich sicher sein kann. Oder man nimmt halt verschiedene und testet die Temperaturen quasi entgegen. Wie sagt man so schön? Murphys Gesetz, ne? Es geht schief, was schief gehen kann. Und bei der Aufnahme tatsächlich war ich nicht unbedingt selbst schuld. Mein Speicherplatz war voll auf dem Handy, das habe ich nicht mitbekommen. Was muss man zu dem Clip noch wissen? Ich habe die Temperatur letzten Endes auf stabile 72,5, glaube ich, gebracht. Habe den Einkocher ausgeschaltet, Deckel drauf und auf meiner Uhr einen 45-Minuten-Timer, so wie es im Rezept steht, angeschaltet. Und dann ging es weiter tatsächlich mit bereinigtem Handyspeicher. Im nächsten Clip.
Die 45 Minuten sind auch rum. Das heißt, wir haben jetzt die dritte Rast mit 72. Ist erledigt, ist abgehakt. Das nächste, was wir machen, ist das Ganze auf 78 Grad aufheizen. Das wird dann nochmal 10 Minuten gerastet und dann geht es zur Jodprobe. Wir schauen uns an, ob der Zucker gänzlich aus dem Malz gelöst wurde. Und wenn das der Fall ist, können wir läutern und dazu kommen wir gleich. Aber jetzt heißt es erstmal aufheizen, 78 Grad und dann nochmal 10 Minuten warten. Laut dem Grillthermometer haben wir jetzt die 78 Grad erreicht. Das wäre dann unsere letzte Rast bei 78 Grad. Die sollen wir gemäß dem Rezept für 10 Minuten halten. Ich werde jetzt einmal wieder die Temperatur überprüfen, ob das soweit passt. Also das Grillthermometer zeigt hier mittlerweile 79 Grad an und das, was ich in der Hand habe, 77,6. Für mich passt es so, 77,6 ist okay. Ich meine, Restwärme wird eh noch abgegeben werden, deswegen machen wir jetzt den Timer. Den letzten in dem Fall, 10 Minuten. Und danach sehen wir uns wieder zum Abmalschen. Die Uhr sagt, wir haben weitere 10 Minuten geschafft, in dem Fall die letzten 10 Minuten. Was jetzt folgt, ist ein sehr wichtiger Schritt. Und zwar müssen wir schauen, dass aus dem Malz alle Zucker gelöst wurden. Dazu macht man die sogenannte Jodprobe. Und man verwendet hierbei Brauerjod. Ich zeige euch den Prozess einmal im Komplett. Und hier sehen wir jetzt auch gleich die Ergebnisse. Also wenn die Jodprobe dunkel oder violett und schwarz ist, ist noch sehr viel unvergärbare Stärke dabei, also Zucker. Orange, braunrot, kaum noch oder unvergärbare Stärke vorhanden. Und gelb oder hellorange nennt man dann Jod normal. Heißt, das Ding ist fertig. Und das machen wir jetzt einmal zusammen. Wir rühren hier einmal um. Dann holen wir uns einen Teller und geben von unserer Maische einfach ein bisschen was auf den Teller drauf. So. So sollte das aussehen. Ja? Und jetzt machen wir die Jodprobe. Holen wir da einen ganz frischen Klecks von und dann machen wir das Ganze noch einmal. Und ich würde sagen, orange, braunrot oder gelb, hellorange. Das Ganze ist entweder jodnormal oder kaum noch unvergärbare Stärke vorhanden. Wir haben hier eine gute Maischarbeit gemacht. Damit ihr mal sehen könnt, wie das aussieht, wenn man was falsch gemacht hat, kann man einfach so ein paar Körner nehmen und zerdrücken. Und dann seht ihr, das wird direkt schwarz. Das ist in dem Fall dann schlecht. Ja. Aber haben wir gute Maischarbeit gemacht. Der nächste Schritt, nachdem die Maische 10 Minuten bei 78 Grad gerastet hat, ist das sogenannte Abmaischen. Dazu braucht ihr einen entsprechend großen Gäreimer oder Läutereimer in dem Fall. Ich habe jetzt den vom Hobbybrauer versandt, das sind 28 Liter. Wenn ihr dann einen entsprechend großen Läutereimer habt, kommt es euch sehr zugute, wenn ihr so ein Teil hier habt, das nennt sich Läuterhexe. Das dient im Endeffekt dazu, den festen Bestandteil aus der Maische von dem flüssigen zu trennen. Und den werden wir jetzt hier einmal einsetzen in einer Art Nierenform. Das zeige ich euch gleich mal, wie das dann am Ende aussieht. Und dann wird abgemeischt. Das Einlegen von so einer Läuterhexe ist relativ einfach. Ich schmeiße da erstmal einfach rein. Dann guckt ihr, dass der Ausgang auch am Ausgang vom Gäreimer liegt. Dann gibt es noch diese zwei Sachen. Das werdet ihr einmal hier so machen. Also im Endeffekt, der Eimerrand, der muss hier dann dazwischen sein. Ja. Einmal eine Zange nehmen, das Ganze dann von hier außen einmal festziehen, innen natürlich festhalten. So, nicht zu fest, sonst knallt euch euer Plastik weg. Und dann nierenförmig auslegen. Und hier außen kommt jetzt noch ein Ablasshahn dran. Der sieht so aus. Den werden wir einfach hier ranschrauben. Und dann natürlich ganz wichtig, schauen, dass hier der Hahn nicht auf On, sondern auf Off steht. Weil sonst läuft euch die ganze Suppe direkt raus und das wollt ihr nicht. Und der bleibt jetzt hier stehen. Und dann wird quasi die Maische vom Einkocher hier reingefüllt mittels unseres kleinen, aber feinen Messbechers. Der Läutereimer und der
Kochtopf, sage ich mal, stehen jetzt nebeneinander. Bietet sich hier an, einmal nochmal umzurühren und dann das Läutern zu beginnen. Irgendwann werdet ihr an den Punkt kommen, wo ihr mit dem Messbecher nicht mehr weiterkommt. Dann müsst ihr das Ganze einfach umkippen. Und hier sei gesagt, Vorsicht, es spritzt. Ziemlich sogar. Das restliche Malz, was hier drin ist, das kann man rausholen. Was jetzt folgt, wir werden den Läuterbottich auf die Arbeitsfläche stellen, hier links, damit die leicht erhöht steht. Dann folgt die sogenannte Läuterruhe, das sind 15 Minuten. In diesen 15 Minuten habt ihr die Aufgabe, den sogenannten Nachguss vorzubereiten. Heißt, ihr schnappt euch einen relativ großen Kochtopf, je nachdem wie groß euer Sud ist, und erhitzt in dem Fall 10,9 Liter, bei mir also 11 Liter, Wasser auf 78 Grad, weil 78 Grad ist die Temperatur, wo einfach der Zucker am besten aus dem Malz gelöst wird. Nimmt dann den Maischekessel, macht die sauber in der Dusche oder sonst irgendwo, damit da keine Rückstände mehr drin sind, und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Also hier seht ihr jetzt meinen großen Kochtopf. Ich habe hier Markierungen, das ist die 11 Liter Marke, wir sind kurz darunter, das sollte passen. Und hier drüben Läutereimer in seiner finalen Position. Hier bietet sich natürlich auch an, den Deckel vom Einkocher drauf zu machen, damit er nicht so viel Hitze verliert. Das Ganze bleibt jetzt wie gesagt für 15 Minuten stehen. Können wir jetzt auch wieder einen Timer machen, 15 Minuten. In den 15 Minuten ist wie gesagt eure Aufgabe, die Maischepfanne zu reinigen, und dann sehen wir uns gleich wieder. Also die 15 Minuten sind zwar um, aber mein Nachguss ist noch nicht heiß genug, deswegen werde ich jetzt schon mal die Hopfengaben vorbereiten. Ich habe hier angebrochenen Hopfen, den kann man sehr gut lagern, indem man ihn quasi nach Anbruch im Eisfach verschließt mit diesen IKEA-Klammern, das passt immer ganz gut. Direkt bei Kochbeginn geben wir 9 Gramm vom Hallertauer Magnum dazu und kochen in 90 Minuten mit. Dann vom Cascade-Hopfen, den werden wir dann 30 Minuten mitkochen, und den Citra-Hopfen, den werden wir im Endeffekt 5 Minuten mitkochen. Die bereiten wir jetzt vor, diese Hopfenmengen. Dazu benutze ich in der Regel immer eine Feinwaage. Einfach aus Gründen der Genauigkeit. Für den Magnum brauchen wir 9 Gramm. Das ist hier bei 9,9, das ist völlig in Ordnung. Danach kommt der Cascade-Hopfen. Vom Cascade brauchen wir laut Rezept 4,7 Gramm. 4,8. Und zu guter Letzt nehmen wir den Citra-Hopfen. Vom Citra nehmen wir 28,5 Gramm, scheint jetzt erstmal viel zu sein, aber da der nur 5 Minuten mitgekocht wird, löst er sehr wenig Bitterstoffe. 28,8 würde ich sagen, das reicht. Jetzt haben wir hier unsere Hopfengaben, Magnum, Cascade und Citra, und damit gehen wir gleich ins Rennen. Das Nachgusswasser ist jetzt auf 78 Grad. Jetzt geht es ums Läutern. Läutern heißt im Endeffekt, dass wir den flüssigen Bestandteil von der Maische vom festen Bestandteil drin. Hierzu kann man gerne so ein Stück Gummi verwenden, so einen Gummischlauch. Jetzt gibt es noch einen ganz guten Trick, den ich euch ein bisschen vorenthalten habe. Und zwar der Deckel vom Einkocher. Den kann man mit Löchern versehen, so wie ich das gemacht habe. Dann könnt ihr den umgedreht so auf euren Läutereimer draufsetzen. Das hat den Vorteil, dass ihr die Maische nicht unnötig aufwirbelt, wenn ihr den Nachguss drauf gebt. Ich lege den jetzt also hier oben drauf, und die ersten paar Milliliter, sag ich mal, so 200 Milliliter oder sowas, die werden wir so erstmal rausziehen und warten, bis die Maische oder bis die Würze, die dann jetzt rauskommt, bis die klar läuft. Hierzu kann man das nochmal entfernen. Und ihr werdet sehen, am Anfang ist es erstmal relativ trüb. Und den Spaß kippt ihr einfach wieder oben drauf. Bis ihr nur noch wenig
feste Bestandteile seht. Ihr könnt auch zum jetzigen Zeitpunkt schon mal den Einkocher wieder auf Vollgas anschalten. So, ich würde sagen, das reicht. Also es ist schon deutlich klarer als das erste, was wir rausgezogen haben. Jetzt gehen wir her, machen die Schläuchle dran. Was dann nachher übrig bleibt, ist das sogenannte Treber. Aus dem Treber kann man Treberbrot backen oder auch Müsli machen. Das habe ich auch mal gemacht. Das sieht dann so aus. Kann man gutes Müsli draus machen. Hat zwar nie jemand gegessen, aber schmeckt tatsächlich nicht so schlecht. Wichtig ist, ihr seht hier den Flüssigkeitsstand, der immer weiter sinken wird. Was wir nicht wollen, ist, dass unser Treber, unser fester Bestandteil hier unten, trocken läuft. Heißt, wir sollten relativ zeitnah, bevor das Ganze trocken läuft, unser Nachgusswasser nachkippen. Und hier unten läuft weiterhin relativ klare Würze raus. Also bisher läuft alles so, wie es soll. Wir schauen auf unser Rezeptblatt. Alles, was hier steht, ist soweit erledigt. Den Nachguss haben wir vorbereitet, 10,9 Liter. Wir haben geläutert, oder wir sind gerade beim Läutern, sage ich mal. Der nächste Punkt ist dann das Würzekochen. Und das passiert dann, wenn hier die Flüssigkeit vom festen Bestandteil getrennt wurde. Wie ihr jetzt sehen könnt, hat sich der flüssige Bestandteil vom festen fast getrennt. Also ihr seht hier noch die restliche Flüssigkeit raussprudeln in unseren Kochtopf rein. Und sobald es hier vollständig geläutert ist, geht es ans Hopfenkochen. Aber unser Job für jetzt ist erstmal, die restliche Flüssigkeit aus dem Treber rausbekommen. So bekommt man die letzten 100 ml raus. Gut, also mein Temperaturfühler hat jetzt gerade angezeigt 100 Grad, also es kocht zwar noch nicht wallend, aber das ist nicht so tragisch. Wir stellen uns jetzt unseren Timer auf 90 Minuten. Wir geben unseren Magnum-Hopfen dazu. Rühren einmal kurz um. Und lassen den Hopfen seine Arbeit machen. Gut, wir sind jetzt mittlerweile gleich bei einer Stunde Hopfenkochen angelangt. Heißt, auf die Minute kommt es jetzt auch nicht mehr an, ja, also durch die paar Sekunden. Wir werden jetzt die zweite Hopfengabe vorbereiten. Beziehungsweise haben wir ja schon vorbereitet, wir werden sie durchführen. Wir sehen uns in 25 Minuten nochmal, geben dann den Siedehopfen noch dazu und bis gleich. Die verbleibenden Minuten, wir haben jetzt noch 23 Minuten auf der Uhr. In 18 Minuten müssen wir den letzten Hopfen dazugeben. In der Zeit eignet es sich sehr gut, euer Equipment zu reinigen. Und ab jetzt müsst ihr auch wirklich peinlich auf Sauberkeit achten, denn eure Würze darf sich nicht mehr infizieren. Mein Equipment, was ich reinigen werde, seht ihr hier. Ich werde meinen Messbecher nutzen und den dann mit Wasser auffüllen, mit lauwarmem Wasser, das Ganze mit Starsendern versetzen und dort dann diese Kleinteile, vor allem auch das Hopfensieb, diesen Monofilamentfilter, werde ich dort dann reinigen. Und dann ist das alles steril genug. Ich werde es hier dann dazwischen lagern auf dieser kleinen Matte. Und für alle anderen Teile benutze ich hier Desinfektionsmittel. Das ist stinknormales Isopropanol. Das benutze ich wirklich recht häufig, eigentlich bei jedem Moment, wo ich jetzt ab sofort mit der Würze in Kontakt kommen würde. Was ich noch zusätzlich verwende, was nicht notwendig ist, ist sogenannter Würzekühler. Und den hänge ich im Endeffekt jetzt die nächsten 20 Minuten noch in die Würze mit rein. Die ist ja eh bei 100 Grad, das heißt, das würde sich dann automatisch desinfizieren. Das mache ich jetzt direkt mal. So, der Würzekühler ist jetzt in der heißen Sugpfanne drin. Der desinfiziert sich jetzt über die Temperatur von der Würze selbst. Und alle anderen Kleinteile, die jetzt hier zu sehen sind, die werde ich desinfizieren. Übrigens, den großen
Gärbehälter, den reinige ich natürlich mit Isopropanol, der wird ausgesprüht. Aber jetzt heißt erstmal peinlich sauber arbeiten und alles desinfizieren. Und da kommen wir auch mit 30 Sekunden Verspätung auch schon zur letzten Hopfengabe. Hier können wir einmal nochmal durchrühren. In 4 Minuten werden wir dann auch den Einkocher einfach ausschalten. Das Ganze ein bisschen zur Ruhe kommen lassen. Die anderen Sachen haben wir in der Zwischenzeit gereinigt. Die können wir vorbereiten. Das heißt, wir können schon mal unseren Gärbottich vorbereiten, da das Ablassventil reinmachen und so weiter und so fort. Und das werden wir jetzt mal tun. Steht zwar gerade ein bisschen im Weg, aber das ist unser gereinigter Gäreimer. Hier schrauben wir jetzt gleich mal das Ventil dran. Hier nebendran ist unser ganzes Zeug, was wir quasi desinfiziert haben. Heißt, ich werde jetzt diese ganzen Kleinteile, die jetzt hier drin sind, werde ich alle rausholen, mit kaltem Wasser abspülen. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Die Uhr sagt, die Zeit ist abgelaufen. Wir werden jetzt den Einkocher ausschalten. Wir sehen jetzt aktuell, dass da noch relativ viel Bewegung im Spiel ist. Also abgesehen jetzt davon, dass wir den Sud umrühren, möchten wir, dass diese thermische Bewegung, das sehen wir gleich, wenn es zur Ruhe gekommen ist, dass die aufhört. Und sobald diese thermische Bewegung weg ist, können wir quasi den Whirlpool andrehen und dann geben wir den ganzen Spaß in unseren Behälter rein und dann ist das Brauen für heute erstmal fertig. Bis die thermischen Bewegungen in der Sudpfanne zur Ruhe gekommen sind, können wir quasi die Zeit nutzen und unseren Gäreimer zusammenbauen. Ich habe hier die ganzen Kleinteile links. Was wir jetzt zum Zusammenbauen brauchen, ist unseren Apfelhahn. Den habe ich jetzt gerade getrocknet. Das ist ganz wichtig, dass man das auch abtrocknet, das Zeug. Dann packen wir den Dichtungsring wieder hier drauf, auf den Ablasshahn. Und das Ganze schauen wir auch wieder, dass es auf Off steht und nicht auf On. Und dann kommt es hier dran. Das war so ein bisschen die Mitte. Wir nehmen unseren Schlauch, den wir natürlich auch desinfiziert haben, jetzt da sein. Und packen ihn dann hier dran. Dann habe ich hier noch so einen Haken. Wofür der gut ist, zeige ich euch sofort. Wir hängen quasi den Schlauch hier rein. Hier den Haken dran und den Haken dann hier dran. Und dann ist das ganze Thema erledigt. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis, wie gesagt, diese thermische Bewegung in der Sudpfanne aufhört. Bis da nicht mehr so viel Zeug aufgewirbelt wird. Dann drehen wir den Whirlpool an und dann können wir auch schon Hopfen sein. Wir wollen eigentlich die Würze so schnell wie möglich auf Anstelltemperatur bringen. Anstelltemperatur ist die Temperatur, bei der man die Hefe hinzugibt. Und je kürzer das Zeitfenster von Hopfensein bis Anstelltemperatur ist, desto weniger Möglichkeiten haben wilde Hefen in der Luft, die Würze zu infizieren. Das heißt, man möchte die Würze schnellstmöglich eigentlich runterkühlen. Bei meinen Anfängen habe ich so gemacht, dass ich einfach ganz normal rausgelassen habe, das Zeug, Deckel drauf und über Nacht habe abkühlen lassen. Das hat auch funktioniert, ja. Aber ich bin Freund davon, dann einfach nichts mehr mit dem Bier machen zu müssen. Deswegen kühle ich es direkt runter, gebe die Hefe dazu und ja, dann lasse ich es stehen und kühle und schaue mit meiner Eispindel, wann der Gärprozess vollendet ist. Die thermischen Bewegungen haben so gut wie nachgelassen. Heißt, wir drehen jetzt unseren Whirlpool an und sorgen mit diesem Whirlpool dafür, dass sich die festen Bestandteile in so einem Trubkegel am Boden vom Einkocher absetzen und wir dann einigermaßen klares Bier
Bier rausgekommen oder einigermaßen klare Würze. Und jetzt geht es eigentlich ans Hopfensein. Jetzt haben wir hier unser Setup. Hier ist die Kühlspirale, unser Würzekühler. Bierwürze, die dreht sich gerade noch. Wir haben unseren Monofilamentfilter, wir haben unseren Schlauch. Die Würze läuft da durch. Ich schalte jetzt den Wasserhahn an. Und jetzt läuft da kaltes Wasser durch. Und in derselben Zeit werden wir hier jetzt den Hahn öffnen und lassen das Ganze durchlaufen. Also jetzt heißt erstmal den ganzen Schlons hier rausbekommen und die Würze kühlen. So sieht der ganze Spaß dann aus, wenn das fertig ist. Also das sind die Hopfenreste da drin. Wir müssen hier unsere Bierwürze, das sind auch ziemlich genau 20 Liter, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube 20 Liter, ziemlich genau 20 Liter. Also ich gehe davon aus, dass die Stammwürze zu hoch ist und dass wir verdünnen müssen, aber das werden wir gleich sehen. Die Temperatur unserer Würze kommt jetzt langsam in den Bereich, wo es für die Hefe dann auch interessant wird. Wir checken das jetzt einmal kurz ab. Ich habe hier ein desinfiziertes Thermometer. Alles unter 30 ist soweit in Ordnung, damit können wir arbeiten. Sagen wir mal 29 Grad wahrscheinlich. Jetzt sich darauf einpendeln. Ich werde jetzt mal eine Probe ziehen. Wichtig, ganz wichtig, wenn ihr den benutzt oder benutzt habt, desinfiziert ihn danach. Also macht ihn auf, so wie jetzt ich hier. Füllt eure Probe ab. Stellt die Probe beiseite, macht den ganzen Spaß trocken. Und dann desinfiziert das Ganze auch von innen. Denn das ist sonst eine Umgebung, wo sich wilde Hefen auch wohlfühlen. Und die wollen wir nicht haben. Es reicht, wenn man da ein bisschen Desinfektionsmittel reinsprüht. Das verdampft dann sowieso. Und dann lassen wir das einfach so stehen. Genau. Jetzt gehen wir zur Stammwürzemessung und gucken uns das mal an. Wir benutzen eine Bierspindel dafür. Die sind aller Regel nach geeicht auf 20 Grad. Das steht normalerweise auch drauf. 20 Grad. Heißt, wir müssen hier dann auch ein bisschen entgegenrechnen. Das wird wahrscheinlich auch zu viel sein. Wir müssen da ein bisschen Würze wegkippen. Aber ganz wichtig, nicht zurück in unseren Eimer, sondern bitte in den Abguss. So, jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also hier sagt es mir, roundabout 13 liegen. 13 Grad Plato. Genau. Also 13 Grad Plato, vielleicht 13,6, 13,5. Das müssen wir jetzt ganz kurz entgegenrechnen, das zeige ich euch kurz. Für die Berechnungen eignet sich die Seite Fabier ganz gut. Als Verdünnungsrechner nutze ich gerne den von Mashcamp. Den Stammwürzegehalt, den wir gerade eben ausgerechnet haben, sind diese 13,94, was natürlich zu hoch ist. 13,94. Wir haben 19,5. Und wir wollen 12,5 Grad Plato haben, gemäß Rezept. Heißt, wir müssen noch 2,25 Liter Wasser dazugeben. Ich bin da nicht penibel, ich nehme da einfach einen Messbecher, Wasser aus dem Wasserhahn und kippe das damit rein. So, die Würze ist verdünnt. Hoffentlich auf Zielstammwürze. Das können wir einfach nochmal gegenprüfen. Schwenken die Würze einmal kurz um, damit sich die Verdünnung ein bisschen verteilt hat. Und dann können wir hier nochmal eine Probe ziehen. Die Stammwürze habe ich gerade überprüft. Die liegt jetzt aktuell bei ziemlich genau 12. Mit der Temperaturkorrektur sollte das ziemlich genau auf 12,5, roundabout 12 oder 12,5 rauslaufen. Also sind wir von der Seite schon mal safe. Jetzt kommen wir eigentlich zum letzten Part und dann ist das Ganze erledigt. Hier schnappen wir uns einer unserer Hefen. Ich habe mich in dem Fall für die Fosquake entschieden. Die hat die Eigenschaft, dass sie trotz obergäriger Vergärung einen untergärigen Charakter im Bier schaffen kann. Und das werden wir ausprobieren. Und werde so ein bisschen mischen. Das Einzige, was ich jetzt gleich noch machen werde, ist meine Spindel da reinmachen. Das seht ihr sofort. Ich mache da mal kurz den Deckel drauf. Ja, wieder einmal ein klassischer Aufnahmefehler, wie ja schon häufiger jetzt passiert ist in dem Video. Was seht ihr in dem Videoabschnitt hier? Nicht so viel. Ich wollte euch eigentlich nur ein bisschen was zur Eisspindel erzählen, dass die euch so ein bisschen das Leben erleichtert. Ich habe sie aufgemacht, ich habe sie angeschaltet, habe sie dann wieder verschlossen, reichlich desinfiziert mit Isopropanol, getrocknet, meine Hände natürlich auch, den Deckel geöffnet, ein bisschen mit der Spindel die Würze umgerührt, damit die Hefe sich nochmal ein bisschen besser verteilen kann und ein bisschen Luft noch reinkommt in die Würze, ein bisschen
um die Gärung zu vereinfachen, sage ich mal, für die Hefe. Und das war es dann auch in dem Video schon. Also mehr habe ich da jetzt auch nicht gesagt. Deswegen geht es jetzt eigentlich direkt weiter. Wir schauen uns den Gärverlauf an, wie das Gärröhrchen blubbert und auch ein bisschen das Ubidots Dashboard. Und dann geht es auch schon bald in Richtung Flaschenabfüllung. Und damit einen schönen guten Morgen. Wir sehen hier jetzt am Gärspund, dass die Aktivität der Hefe auf jeden Fall da ist. Also die Gärung ist hier angesprungen, aber wir sehen auf jeden Fall, dass hier schon richtig was im Gange ist. So, es ist Montag. Wir haben jetzt 13.16 Uhr. Wir schauen uns dann bei Ubidots auch gleich noch den Gärverlauf an. Aber hier jetzt einmal noch ein kurzer manueller Einblick, wie man den Gärverlauf beobachten kann. Dazu ziehen wir uns jetzt erstmal eine Probe. Die Hände entsprechend desinfizieren. Dann sprühen wir da ein bisschen was rein. Drehen das kurz um, lassen es wieder rauslaufen. Dann können wir das nochmal kurz hochdrehen. Dann zwirbel ich mir da das Zehwa so ein bisschen zusammen und gehe da dann noch kurz in den Zehwa rein. Also das ist auch übrigens der Grund, weshalb ich lieber die elektronische Bierspindel benutze, die ich im Video erklärt habe. Weil man da einfach weniger, also man kann dort den Gärverlauf beobachten. Man weiß, wann die Gärung fertig ist, wann die abgeschlossen ist. Und muss nicht alle Tage, jeden Tag immer so eine Probe ziehen. Und jetzt ist es quasi sauber, das ist trocken. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens hier meinen Spindelzylinder nehmen. Mach da eben noch meine Bierspindel rein. Und lass dort dann die Probe reinfließen. Gerade so, dass die Spindel anfängt zu schwimmen. Damit wir das gut ablesen können. So, die Probe wird jetzt gespindelt, da sich hier jetzt in der Probe natürlich schon Kohlensäure befindet und durch die Kohlensäure Auftrieb in der Spindel erzeugt werden kann, wenn sich die Bläschen da außen festsetzen, dreht man das Ganze einmal ein bisschen, ich lasse es immer noch ein bisschen auf den Boden dopsen, damit sich die Kohlensäurebläschen lösen und dann könnt ihr seitlich, nicht von oben, aber hier, ja, aus dem Kamerawinkel kann man es eigentlich auch ganz gut sehen, den Restextrakt ablesen. So, und aus Stammwürze und Restextrakt kann man dann letztendlich auch den Alkoholgehalt feststellen. Und wir haben hier jetzt, wenn ich es richtig sehe, ein bisschen oder ziemlich genau 4,4 Grad Plato. Ich drehe das mal zu euch, damit ihr das auch sehen könnt. So, jetzt müsstet ihr es auch sehen können. Also es ist nicht genau bei der 4, es ist ein bisschen drunter. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir haben hier 4,2 Grad Plato. Irgendwas zwischen 4 und 5 sind wir, also 4,5, 4,3, irgendwie sowas in der Richtung. Wir müssen hier allerdings noch eine kleine Temperaturkorrektur vornehmen. Die Temperatur messen wir einmal schnell. 23,5 Grad Celsius. Das macht in meiner Brauberechnung bei einer Temperatur von 23,5 Grad Celsius und einer Stammwürze oder einem Restextrakt von 4,3 kommen wir auf eine tatsächliche Stammwürze oder Restextrakt von 4,51 Grad Plato. Wir sehen auch gleich im Ubidots Dashboard noch, dass hier die Gärung noch nicht abgeschlossen ist. Also da passiert noch was. Da müsst ihr auch drauf achten, denn nicht unbedingt, wenn der Gärspund aufgehört hat zu blubbern, heißt das noch lange nicht, dass da keine Gärung mehr stattfindet. Genau, das war jetzt quasi der erste oder zweite Testlauf mit der Bierspindel. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon festgestellt, dass unsere Stammwürze von 12 Grad Plato oder 12,5 Grad Plato jetzt auf tatsächlich 4,51 runter vergoren ist. Ich denke mal, das wird sich noch, und jetzt hat es gerade wieder geblubbert, also da ist auf jeden Fall noch Gäraktivität da. Wir werden wahrscheinlich auf 3 Grad Plato, schätze ich mal, runter vergären, vielleicht sogar 2, je nachdem, wann die Gärung zum Stocken kommt. Und dann wird abgefüllt. Ich habe es in der Vergangenheit immer so gemacht mit dem Spindeln, dass ich gewartet habe, bis im Gärspund keine Gäraktivität mehr zu sehen war. Dann habe ich noch einen Tag gewartet und dann habe ich 3 Tage in Folge immer hier so eine Restextraktmessung durchgeführt. Und sobald sich der Restextrakt 3 Tage in Folge nicht mehr verändert, dann könnt ihr sicher sein, dass die Gärung vollständig abgeschlossen ist und dann könnt ihr das Bier auch abfüllen. Bei dieser elektronischen Spindel, die ich benutze, die jetzt auch hier drin ist, da sehen wir halt auf dem Ubidots Dashboard, das werdet ihr dann sehen, wann die Gärung, oder das, da könnt ihr schon direkt sehen,
dass ich seit einigen Tagen nichts mehr getan habe, aber das werdet ihr am Tag der Abfüllung sehen. Ich wollte euch nur einmal den Prozess zeigen, wie das normalerweise abläuft. Genau, so viel dazu. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz das Ubidots Dashboard zeigen. Also hier werden alle Daten von der kleinen Spindel, von der elektronischen Spindel, die wir im Gärbehälter hatten, quasi über eine API reingeschrieben. Dazu gibt es Anleitungen auf YouTube, da werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Es ist nur wichtig, dass ich euch jetzt zeigen kann, wie das mit dem Gärverlauf aussieht. Also hier haben wir beispielsweise 10. September, das dürfte der Samstag gewesen sein, als wir angefangen haben zu brauen. Gegen Ende des Brauvorgangs habe ich dann die Spindel in den Gärbehälter getan. Und hier seht ihr, wie quasi der Restextrakt, ja, also der Grad Plateau-Wert, immer weiter runter geht. Ja. Wichtig sei hier noch zu erwähnen, dass jetzt keine wirklich repräsentativen Plateau-Werte sind, da die auch ein bisschen schwanken hier, weil sich dann Kohlensäure an die Spindel anhaftet und die dann von der Neigung wieder ein bisschen variiert. Aber was man hier schön sehen kann, ist, dass die Gärung dann schon ziemlich am Ende war. Und das ist eben der Vorteil bei der elektronischen Spindel. Ihr müsst halt nicht gegen Ende der Gärung oder wenn das Gärröhrchen nicht mehr blubbert, müsst ihr nicht manuell Proben ziehen an 3 Tagen hintereinander, sondern könnt einfach hier auf dem Dashboard direkt sehen, wann die Gärung wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zu Ende ist. Also wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann wartet man auch hier nochmal 3 Tage ab, quasi bei diesem letzten Wert 2,8. Man sieht ja schon ein bisschen, dass sich noch ein bisschen was getan hat. Aber ja, hier könnt ihr auf jeden Fall gut sehen, dass der Gärverlauf, wie der Gärverlauf aussah und natürlich auch, wann die Gärung zu Ende war. Das Intervall, wie oft die Werte abgefragt werden, war hier, glaube ich, halbstündlich. Das könnt ihr auch in der Spindel ändern. Theoretisch wird auch stündlich reichen, aber mit einer halben Stunde kommt man locker über 5, 6, 7 Tage Gärung aus. Genau, das wollte ich euch noch zeigen zum Thema Gärverlauf und jetzt können wir eigentlich ans Thema Abfüllen gehen. Dann ein herzliches Hallo in die Runde. Es ist heute Dienstag, sprich 1, 2, 3 Tage nach Braubeginn, beziehungsweise nach dem Brautag. Wir haben es jetzt 16.12 Uhr und wir können jetzt an die Abfüllung machen, denn ich habe im Ubidots Dashboard habe ich gesehen, dass sich die Werte nur noch, wenn überhaupt, minimal verändern von der Stammwürze. Kann man als fertig vergoren betrachten, das Bier. Deswegen einmal kurzer Rundflug hier durch die Küche, was wir alles brauchen. Also zuallererst braucht ihr natürlich logischerweise Flaschen. In dem Fall benutze ich ganz gerne so Plopflaschen, diese Bügelverschlussflaschen. Wir haben im Gäreimer jetzt roundabout 22 Liter. Ich schaue schon immer, dass ich auch dementsprechend viele Flaschen spüle. Wie ich das genau mache, zeige ich euch gleich. Man kann aber, wenn man jetzt hier auf den Gärbehälter geht, also hier unten, diese unterste Schicht, das sieht man vielleicht auch ganz leicht. Man sagt immer, 1 Liter frisst die Hefe selbst oder trinkt die Hefe selbst, heißt von diesen 22 oder knapp 22 Litern, die angezeigt sind, werden wir wahrscheinlich im Endeffekt so 20,5 Liter abfüllen. Genau, kurz zum Equipment, was wir brauchen oder was ihr auch braucht. Was sich als unglaublich hilfreich herausgestellt hat, ist dieser Blast-Flaschenspüler. In der Vergangenheit habe ich meine Flaschen peinlich genau desinfiziert mit Oxy-Reiniger oder mit Starzan und dann ausgewaschen und so weiter und so fort. Wenn ihr Bügelverschlussflaschen habt, dann öffnet sie, schenkt euch das Getränk einfach in ein Glas ein und direkt, sobald es eingeschenkt ist, könnt ihr die Flasche einfach mit heißem oder kaltem Wasser, ist in dem Fall völlig egal, gut ausspülen, dass da keine Hefereste mehr am Boden sind oder so. Und dann stellt ihr die einfach leer wieder in den Bierkasten zurück. Und dann, wenn Abfülltag ist, so wie heute, nehmt ihr euch einfach eure ganzen Flaschen, wie sie hier drüben stehen. Und dann könnt ihr sie mit diesem Flaschenblaster, den ich hier habe, einfach ausblasen. Ja, wie man das ganze Ding gleich an den Wasserhahn anschließt, das seht ihr dann. Einfach hier den Sprudler austauschen. Da kommt dann das oben drauf. Ein stinknormaler Gardena-Anschluss und hier kommt dann das oben drauf. Und dann kann man die Flaschen ausblasten. Was wir dann brauchen, ist stinknormaler Haushaltszucker.
und so eine Dosierhilfe. Hier steht auch drauf, das ist jetzt für 0,75 Flaschen, dann einmal für 0,5 und einmal für 0,33. Denn wir müssen in die Flaschen noch Zucker reingeben. Der Zucker ist dafür da, dass die Hefe nochmal ein bisschen Kohlensäure erzeugt, weil wenn wir da jetzt einfach nur das Bier reingeben, dann ist es relativ schal. Also die Hefe hat jetzt auch schon natürlich Kohlensäure erzeugt durch den Zucker, den wir selbst aus dem Maischen gemacht haben. Aber wir geben da halt nochmal per Dosierhilfe, wie viel Gramm das sind, weiß ich nicht, nochmal Zucker hinzu, stinknormaler, weißer, raffinierter Haushaltszucker. Und dann kann die Hefe nochmal ein bisschen weiter gären und Kohlensäure erzeugen. Das Ganze füllen wir dann natürlich mit einem Trichter in die Flaschen. So viel zum Thema Flaschenspülen und Aufkarbonisieren. Jetzt zum eigentlichen Abfüllen ist dieses Tool hier besonders hilfreich. Das ist ein sogenanntes Abfüllröhrchen. Das hat hier unten so einen kleinen Mechanismus. Wenn das auf den Boden der Flasche trifft, dann fließt dort die Flüssigkeit raus. Das seht ihr auch gleich. Ich werde mal exemplarisch ein, zwei Flaschen abfüllen. Genau, und das Ende, das wird dann letztendlich einfach hier oben drauf gesteckt an den Ablasshahn. Ja. Und dann müssen wir natürlich, wie immer, die Prozedur kennt ihr schon, einmal eine Stammwürze messen bzw. den Restextrakt, damit wir dann den Alkoholgehalt von unserem Bier feststellen können. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was genau muss ich alles desinfizieren? In aller Regel Nummer 1, bevor es abfüllen geht. Also, wenn ihr eure Flaschen spült, braucht ihr noch nicht so viel desinfizieren. Was ich halt gerne mache, ist die Gummis und die Flaschenränder mit Desinfektionsmittel einsprühen. Auch hier nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Wie ihr seht, sind auf den ganzen Flaschen keinerlei Etiketten mehr drauf. Da ich jetzt oft auch in meiner Anfangszeit mich gefragt habe, wie ich die Etiketten am besten von den Flaschen abbekomme, für mich war Spülmaschine nicht die beste Lösung. Mit einem Herdreiniger, mit so einem Schaber darüber zu gehen, ist auch Quatsch. Was sich für mich herausgestellt hat, ist, wenn man die Flaschen quasi in einen Behälter legt, wo ein bisschen Oxyreiniger drin gelöst ist, lauwarmes Wasser dazu und dann die Flaschen einfach reinlegen für ein paar Minuten, dann lösen sich die meisten Etiketten wirklich fast wie von selbst. Dann mit kaltem Wasser nochmal kurz abspülen, die Klebereste halt entfernen. Das Einzige, was hier aber auffällt, ist, dass Hacker-Pschorr ein richtiger Etiketten-Hurensohn ist. Also Hacker-Pschorr, müsst ihr aufpassen, da sind die Etiketten sehr, sehr hartnäckig. Keine Ahnung, wie die ihre Etiketten da dran machen. Aber jetzt erstmal weiter im Video. Und dann halt mit dem Flaschenblaster das Ganze ausblasten. Und dann kommen die Flaschen einfach hier zurück in den Kasten. Und dort bleiben sie dann auf dem Boden stehen, bis ich das Ganze dann gleich abfülle. Was aber definitiv desinfiziert werden sollte, ist hier euer Ablasshahn und auch das Abfüllröhrchen. Und was ihr auch machen solltet, die ersten 200 Milliliter von dem Bier einfach in ein stinknormales Trinkglas reinmachen, weil da sammeln sich am Anfang immer noch sehr gerne so Hefereste und die will man ja nicht im Bier drin haben. Also da setzt sich der Hahn einfach ein bisschen mit Hefe zu, aber das macht überhaupt nichts. Genau, so viel grober Überblick. Ich fange jetzt mal an, die Flaschen zu desinfizieren und zu spülen und dabei könnt ihr mir jetzt zuschauen. Darum, dass wir die ganzen Flaschen noch aufkarbonisieren. Sprich, wir geben da jetzt den Zucker rein, wie ich es angekündigt hatte. Stinknormaler Haushaltszucker. Die Dosierhilfe, die 0,5 Liter, wenn man es hier sehen kann. Der Trichter. Und dann gehen wir die alle nach für nach durch.
Es wäre jetzt eigentlich soweit alles fertig. Wir können abfüllen. Was wir jetzt noch kurz machen, ist einmal den Restextrakt zu messen. 3,5 hätte ich jetzt gesagt. Das ist auch ein recht guter Wert. Und so kann man sich jetzt auch so nicht beklagen, nicht beschweren. Wir müssen jetzt einmal noch kurz die Temperatur messen. Glatte 24. Also gemessene Temperatur gehen wir dann hier bei Fabio, die Seite kennt ihr jetzt schon, gehen wir hier mal auf die besagten 24 Grad, die wir gerade gemessen haben, und die 3,5 Grad Plato. Das ergibt dann 3,74 Grad Plato an Restextrakt, den wir dann mit unserer Stammwürze entgegenrechnen können. Können wir eigentlich auch so machen. Wir haben ja Stammwürze gehabt, hatten wir, glaube ich, so ziemlich genau 12. Das Jungbier hat jetzt 3,74 und dann haben wir einen Alkoholgehalt von 4,34%. Wir müssen durch den Zucker, den wir jetzt hinzugegeben haben, nochmal so roundabout 0,5% draufrechnen. Das heißt, wir kommen so, wenn es gut läuft, auf 4,85%, was ja für ein helles, sage ich mal, ein ganz guter Wert ist. Jetzt können wir eigentlich ans eigentliche Abfüllen gehen. Dazu, wie gesagt, nehmt euch einfach ein Glas, macht den Hahn hier auf. Und ihr seht auch, es ist relativ trüb und ihr werdet auch gleich sehen, dass es noch deutlich klarer wird. So, da kommt der ganze Hefeschlons raus und das wollen wir natürlich nicht im Bier haben. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir das eigentlich perfekt abfüllen können. Ich mache das jetzt exemplarisch mal mit ein paar Flaschen. Ich nehme jetzt hier mal die 1 Liter Flasche. Kleiner Tipp von meiner Seite hier wäre, das Abfüllröhrchen nicht bis an Anschlag auf den Flaschenboden zu drücken, weil dann läuft es etwas langsamer durch, sondern minimal weg vom Boden. Ich fülle es immer ab, bis der Flaschenhals sich hier verjüngt. Seht ihr auch gleich recht gut. Und ab da kommt es dann raus. Deckel drauf, zumachen. Und damit sich der Zucker gut verteilen kann, einmal die Flasche etwas schütteln, schwenken. Und dann stelle ich die nebendran, weil die ja jetzt gleich dann noch mit Labels versehen werden. Aber das war eigentlich der fertige Abfüllprozess. Das mache ich jetzt mit den restlichen Flaschen auch noch. Abfüllung ist jetzt so gut wie fertig. Wir haben noch 2, 4, 6 Flaschen übrig. Der Rest ist hier abgefüllt. Wir sind jetzt aber an dem Punkt, dass der Bierpegel, sage ich mal, unter dem Ablasshahn liegt und da jetzt Luft mitgezogen wird. An dem Punkt ist es nicht schlecht, wenn man dann jemanden da hat, der einem den Gärbehälter so ein bisschen schräg hält. Erstmal den Deckel auf, damit wir mal sehen, wie es da drin aussieht. Und jetzt kann man da mal reinschauen. Sieht ein bisschen eklig aus. Das da ist die Spindel, die ihr da seht. Und wir füllen jetzt die restlichen paar Fläschchen noch ab. Und dann zeigen wir euch mal den Hefeboden. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn die Hefe sich auf dem Boden quasi abgesetzt hat. Was ihr da sehen könnt, ist im Endeffekt wirklich nur noch Hefeschleim. Also das ist stellt scharf. Also das da wäre jetzt theoretisch noch Bier. Wir haben jetzt von dem Video gerade eben bis hierher sind es nochmal 3 Flaschen geworden. Reicht aber völlig aus. Jetzt heißt es quasi wieder putzen, sauber machen und dann wäre der Abfüllprozess fertig. Hey! Soll man dein Bier sehen oder soll man es nicht sehen? Ja, eigentlich schon. Aber hier ist halt scheiße ausgeleuchtet. Die Kamera guckt komplett gegen das Licht. Ey, man sieht doch gar nichts von dem Bier, Alter. Schauen wir doch einfach mal. Trust your girlfriend. Ich müsste es so weit hochheben, damit es im Licht ist. Da sieht man gar nichts. Die Kekse bringen uns halt nicht weiter, Julia. Die bringen uns nicht weiter. Da uns die Kekse, wie erwartet, nicht weitergebracht haben. Ich hoffe, sie hört es nicht.
habe ich das ganze Thema Verkostung jetzt in die eigene Hand genommen. Mittlerweile ist Samstag, der 17.09. Also vor genau einer Woche haben wir angefangen zu brauen. Unser Helles, hier steht's im Glas. Ihr habt gerade auch so ein bisschen der B-Roll gesehen beim Einschenken. Ich würde sagen, die Farbe ist uns echt gut gelungen. Ich muss auch dazu sagen, das Bier ist noch nicht vollständig abgelagert. Man sagt immer so, Daumenregel, eine Woche nach Abfüllung sollte man schon abwarten. Es ist noch keine Woche, aber ich will das Video jetzt eigentlich so schnell wie möglich hochladen. Und ich wollte das fertig bekommen, das Video, und deswegen habe ich die Verkostung ein bisschen vorgezogen. Und es ist für mich auf jeden Fall schon trinkbar. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das Bier ruhig länger stehen kann. Also je länger das Bier steht, desto besser wird es in der Regel. Gerade in der Nachreifung in der Flasche tut sich da noch einiges vom Geschmack, besonders wenn auch viel Hopfen im Spiel ist. Aber ja, also geruchstechnisch definitiv ein Zitrusaroma, ganz klar. Man hat so eine leichte Note von dem Sauermalz, was ich verwendet habe. Ich finde, man riecht die Quellkäfer auch sehr gut. Also es hat diesen typischen lagerähnlichen Geruch. Und jetzt probieren wir mal zusammen. Ja, also nicht nur der Geruch hat Lagercharakter, sondern auch der Geschmack hat so diesen eigentlich untergärigen Charakter, Geschmack, den ich jetzt so auch noch nicht gekannt habe, weil ich ja eigentlich nur obergärig brauen kann, aber durch die Quellkäfe funktioniert das einwandfrei. Das Zitrusaroma, nicht nur in der Nase, sondern auch auf der Zunge, im Gaumen, kommt sehr gut vor. Und ich würde sagen, es ist ein sehr gut gelungenes, spätsommerliches Pseudo-Helles. Ja, ist ja kein originales, weil es ja nicht untergärig vergoren wurde. Wir haben einen guten Job gemacht. In diesem Sinne, zum Wohl.